Königlicher Besuch in Berlin. Margrethe von Dänemark wurde herzlich von Bundespräsident Joachim Gauck und seiner Lebensgefährtin Daniela Schad begrüßt. Anlass des royalen Besuchs: Die dänische Königin besuchte den Seehengst, den Nachbau eines alten Wikingerschiffs. Hier prosteten sich Präsident und Königin erst einmal gut gelaunt zu. Anschließend eröffnete Margrethe von Dänemark eine Wikinger-Ausstellung im Martin-Gropius-Bau. Margrethe selbst ist Archäologin und wies auf die vielfältigen Kulturgüter der Wikinger hin, die in der Ausstellung Die Wikinger noch bis zum 4. Januar 2015 zu sehen sind.